mit meiner Freundin Julia. Ich bin ein Poet, ich liebe es. Denn normalerweise verkehren wir nicht in solchen Kreisen. Exquisite Speisen ziehen wir vor, Luxusreisen zu gesalzenen Preisen speisen. Heute wollen wir uns das nicht leisten. Wir verzichten auf Komfort, wir haben beide wenig Zeit. Wir betreten das Restaurant und nachdem wir sehr schnell herausgefunden haben, dass uns kein Ober an der Tür empfängt, um uns an einen Tisch zu geleiten, stellen wir uns einfach vorne an die Theke. Und ein Mann mit Mütze fragt uns, was darf sein? Frag ich, ja, schönen guten Abend, was können Sie uns denn so von der Tageskarte empfehlen? Was ihr wollt. Gut, dann für mich bitte einen Macbeth. Und du, Julia? Och, ich nehme einfach ein saftig gekühltes Hamlet mit scharfer Soße. Alles klar, und zu trinken? Ich schaue zu Julia rüber. Du, ich muss doch nicht fahren heute, oder? Nö. Also William Shakespeare. Ich bin ein Poet. Und in mir heute bei McDonalds mit meiner Freundin Julia. Ich bin ein Poet. Denn normalerweise verkehren wir nicht in solchen Kreisen. Exquisite Speisen ziehen wir vor, Luxusreisen zu gesalzenen Preisen speisen. Heute wollen wir uns das nicht leisten. Wir verzichten auf Komfort, wir haben beide wenig Zeit. Haben wir uns an einen freien Tisch im Nichtraucherbereich gesetzt, kommt ein Polizist hereingestürmt und brüllt: Entschuldigen Sie, dass ich Sie beim Essen störe, aber wem gehört denn da draußen der falsch geparkte Alfa Romeo? Und Julia sagte sofort: Mir nicht. Kaum ist der Polizist verschwunden, beuge ich mich zu Julia rüber und frage: Was war denn das für ein Kerl? Kommt hier einfach so reingestürmt, macht viel Lärm um nichts und oh, Telefon klingelt. Ein Moment, Julia. Ich bin ein Poet. Hier heute bei McDonalds, meiner Freundin Julia. Ich bin ein Poet.